Ich begrüße Sie herzlich bei Manfred Weber TV. Mir ist es ein echtes Anliegen, wieder einmal auf den Wert Europas hinzuweisen. Scheinbar sind das Miteinander der Völker, der wirtschaftliche Wohlstand, die Freiheit, die Demokratie und ein friedliches Europa so selbstverständlich, dass Egoismen wieder Raum bekommen. Manche scheinen sich längst vergangene Zeiten wieder zurückzuwünschen. Angesichts großer Krisen, wie der überwundenen Wirtschaftskrise oder der jetzt anstehenden Euro-Rettung, sehnen sich manche wieder nach mehr Nationalstaat. Leider wird dabei völlig vergessen, dass Kirchturmdenken und Einigeln in nationale Gedanken die Probleme nicht lösen, sondern sie verstärken werden. Europa hat viele Schattenseiten, aber noch mehr Lichtblicke und vor allem Nutzen für die Menschen. An zwei aktuellen Beispielen möchte ich deutlich machen, wo die Egoismen wieder um sich greifen. Zum einen der Euro, er ist in einer schwierigen Lage. Grund hierfür ist eine Mischung aus unverantwortlichem Haushalts- und wirtschaftspolitischem Verhalten einiger EU-Staaten, für die jetzt andere gerade stehen müssen, und das hemmungslose Vorgehen einiger Spekulanten. Ja, es ist bitter, wenn auch deutsches Steuergeld dafür im Feuer steht, um Bürgschaften für andere Staaten zu decken. Aber es braucht niemand zu glauben, dass es besser wäre, wenn deutsche Banken hohe Milliardenausfälle in Kauf nehmen müssten, für die dann auch wieder der deutsche Steuerzahler gerade stehen müsste. Nicht zu vergessen, kein Land profitiert so stark vom Euro wie wir Deutschen. Unsere stabile Wirtschaftssituation, die niedrige Arbeitslosigkeit, gerade in Bayern, haben ihre Grundlage auch im Euro. Jetzt singen manche Rechtspopulisten das Lied vom Nationalstaat, der sich aus der Solidarität verabschieden soll. So geschehen in den Niederlanden, in Finnland, in Frankreich, Ungarn oder auch in Österreich. Aber auch in Deutschland vergessen einige allzu schnell, dass wir alle in einem Boot sitzen. Ein zweites Beispiel. Dänemark führt über die Hintertür des Zolls jetzt wieder permanente Grenzkontrollen ein. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen den Geist des Schengen-Vertrags, der das freie Reisen in Europa garantiert. Die Freizügigkeit ist eine der zentralen Errungenschaften Europas. Sie darf nicht ausgehöhlt werden, auch nicht unter irgendwelchen vorgespielten Vorwänden. Ich erwarte hier eine scharfe Reaktion. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass gemeinsame Werte mit Füßen getreten werden. Es geht nicht, dass nur die Rosinen aus Europa herausgepickt werden. Wenn Dänemark sich nicht mehr an offenen Grenzen beteiligen will, dann soll es so konsequent sein und aus dem Vertrag austreten. Dann würden die eigenen dänischen Bürger auch nicht mehr von den Vorzügen profitieren. Es greift eine Stimmung um sich, dass manche aus billigem parteipolitischen Kalkül Grundsätze der europäischen Zusammenarbeit in Frage stellen. Das dürfen sich die Menschen in Europa und auch die europäischen Verantwortlichen nicht gefallen lassen. Wir Abgeordneten werden jedenfalls mit aller Kraft Widerstand leisten. Ich danke Ihnen, dass Sie bei Manfred Weber TV vorbeigeschaut haben. Wenden Sie sich bitte wie immer gerne an mich, wenn Sie Fragen haben.